Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Karwanski, Entschuldigung. Wer was werden muss, muss in den Westen gehen. Ich habe zwei Söhne. Die wollten auch in den Westen. Ich habe sie überzeugt, Abitur zu machen, in Wismar zu studieren. Sie haben heute beide einen guten Job in Rostock und Umgebung. Sie wollten in den Westen gehen, aber ich habe ihnen klargemacht, bleibt hier, weil ihr alle Chancen habt in der Zukunft. Und wenn Sie sagen, der Osten ist arm, dann sage ich Ihnen, diese Region hat die positivste Entwicklung in 25 Jahren auf der Welt, in Europa genommen, die es je gegeben hat, durch das Engagement der Ostdeutschen und durch die Solidarität der Westdeutschen. Deswegen ist der Osten nicht arm. Und der Osten ist auch nicht alt. Junge Menschen haben dort alle Chancen. Und wer so redet wie Sie, der wird nicht dafür sorgen, dass mancher, der vor 10, 15, vor 20 Jahren in die alten Länder gegangen ist, gehen musste, weil kein Arbeitsplatz da war, dass der sich entschließt, wieder zurückzukommen. Ich kann Ihnen für mein Heimatland sagen, in Rostock, in Wismar, in Stralsund werden Arbeitskräfte, Fachkräfte gesucht und junge Menschen, die zurückkommen. Familien haben dort alle Chancen, Mann und Frau. Studium ist möglich, Kita-Plätze sind da und vernünftige Schulen. Und wer so redet wie Sie, der trägt zur Vergreisung Ostdeutschlands bei. Und der dritte Punkt, der Osten ist rechts. Sie stigmatisieren mit diesem Ausspruch 16 Millionen. Und wissen Sie, was mir am Wochenende passiert ist? Und die Überschrift der Presseerklärung von Staatssekretärin Gleike war: Rechtsextremismus ist ernste Bedrohung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der neuen Länder. Ja, da kommen Schulkolleginnen und Kollegen auf mich zu, waren im Baumarkt und sagen: Ecki, ich bin aber kein Nazi. Sie fühlten sich stigmatisiert. Wir heute den Bericht zur deutschen Einheit debattieren und das nur auf das Thema Rechtsextremismus verengen, da kann ich Ihnen sagen, das ist das Thema an dieser Stelle schlichtweg verfehlt. Das ist ein verfehltes Thema. Und nur noch zu ein paar Fakten. Sie behaupten, dass im Osten die Altersarmut mit Wucht zunehmen werde. Die Tatsache ist eine völlig andere. Wir haben heute 3,1% der Rentnerinnen und Rentner in den alten Bundesländern in der Grundsicherung. Im Osten sind es 1,7%. Und es gibt eine Studie der Uni Rostock, in Auftrag gegeben vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern, der auch für das nächste Jahrzehnt keine wesentliche Zunahme erkennen lässt. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Und Frau Staatssekretärin Gleike, Sie haben von Glaubwürdigkeit gesprochen. Seite 44 in diesem Bericht, Punkt 4.4, Alterssicherung und Rentenangleichung. Dann gehört dazu, wenn man im letzten Absatz schreibt von der Rentenangleichung, dass auch 6 Millionen Ostdeutsche dann zukünftig weniger Rente kriegen werden, weil politisch und rechtlich dann zwangsläufig die Höherbewertung der Löhne von 15% aktuell wegfallen muss. Das muss man aber auch bitte sagen. Wenn man dieses nicht sagt, Frau Gleike, dann werden irgendwann 6 Millionen Ostdeutsche auf ihren Rentenbescheiden mitkriegen, dass sie zukünftig weniger Rente bekommen werden. Die eine Wahrheit gehört mir zur anderen Wahrheit dazu. Ich kann nicht durch die politische Landschaft laufen und den Rentnern suggerieren, sie kriegen die Rentenangleichung, aber den 6 Millionen ostdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht sagen, dass sie dann einen Nachteil haben werden. Wer es gemacht hat, das war die Bundesarbeitsministerin Frau Nahles, und an der sollten sich manche ostdeutsche Ministerpräsidenten Beispiel nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man so einen Bericht liest, da gibt es dann danach einen ganz spannenden Artikel in der Zeit, der getitelt hat Mut zur guten Laune und meint, dass dieser Bericht, so wie er abgefasst ist, schlechte Laune verbreitet. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Vergleiche ziehe ich bei der wirtschaftlichen Entwicklung.
Natürlich kann ich immer Ost und West vergleichen. Aber wenn ich Holstein, die Pfalz, ständig mit München und Hamburg vergleichen würde, dann würden die auch eine unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft haben. Und deswegen glaube ich, und das ist für mich auch Sinn dieser Debatte des Berichts zur deutschen Einheit, da sollten wir uns mal alle gelegentlich überlegen, wo standen wir vor 25 Jahren, wo standen wir vor 20 Jahren und wo stehen wir heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und am beeindruckendsten finde ich die Entwicklung im Behindertenbereich. Waren Sie mal 1990 in der Behinderteneinrichtung? Und gehen Sie dort heute hin. Und es gibt einen alten Grundsatz. Du erkennst die Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten in ihrer Gesellschaft umgeht. Und wie der real existierende Sozialismus in der DDR mit Behinderten, mit Alten, mit Kranken, mit Pflegebedürftigen umgegangen ist, das war menschenunwürdig. Oder nehmen Sie moderne Krankenhäuser, moderne Universitäten, moderne Hochschulen. Kollege Hauptmann hat auf die Infrastruktur darauf hingewiesen. Und ich finde es herausragend, dass Alexander Dobrindt und Wolfgang Schäuble vereinbart haben, 4 Milliarden Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung zu stellen. Ich finde, in meinem Heimatland fließen 700 Millionen Euro Fördermittel hin. Die Landesregierung wird es mit 300 Millionen komplettieren. Das ist Zukunft. In meinem Heimatland kann ich jungen Menschen sagen, dass sie in 2 bis 3 Jahren überall 50 Megabit haben werden. Und das ist für mich Zukunft im Breitbandausbau. Und das ist auch Zukunft für die ländlichen Räume, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe noch mal nachgefragt. In Mecklenburg-Vorpommern gab es in den letzten 10 Jahren irgendeine Absage. Dort ist 2006 die NPD in den Landtag gezogen. Warum die NPD im Landtag saß? Oder ist ein Tourist weniger gekommen? Ich kann Ihnen nur sagen, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich die 30-Millionen-Marke bei den Touristen knacken. Das ist die höchste Zahl, die je gekommen ist. Und das Wirtschaftsministerium hat mir bestätigt, nein, ganz im Gegenteil. Eine malaysische Investorengruppe hat 3 Werften gekauft. Beschäftigtenzahl soll verdoppelt werden. Auf Rügen eine Ansiedlung eines türkischen Unternehmens, Großrohrleitungsbau. Schweizer Medizinfirmen. Ich kann die Latte endlich weit führen. Ja, es sind kleine Unternehmen, 20, 30, 40, 50 Arbeitsplätze. Aber es sind hochwertige Arbeitsplätze, die da kommen. Es sind keine Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, ganz im Gegenteil. Und deswegen sollten wir uns auch etwas vorsehen, wenn wir davon sprechen, der Rechtsextremismus ist eine ernstzunehmende Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung. Wer sowas in den Vordergrund rückt, der bringt natürlich andere zum Nachdenken, ob es sich lohnt und ob es interessant ist, in den neuen Bundesländern zu investieren. Für Mecklenburg-Vorpommern kann ich sagen, das ist keine Gefahr gewesen. Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt ansprechen. Ich habe ihn schon mal vor gut 10 Jahren hier im Bundestag angesprochen. Ich glaube, es war meine erste Rede. Wir hatten in dieser Woche Gespräch mit den Stiftungen. Und unisono waren alle Stiftungen der Meinung, dass wir bei der politischen Bildung in der Schule erheblichen Nachholbedarf haben. In keinem deutschen Bundesland wird bis zur 10. Klasse ausführlich auf die beiden Diktaturen in Deutschland, auf die braune und die rote Diktatur eingegangen. Es ist einfach keine Zeit. Deswegen mein Vorschlag, lieber etwas weniger die Antike, das Römische Reich, das Mittelalter. Es muss doch Zeit und Gelegenheit sein, in der 9. und 10. Klasse wirklich 16- und 17-Jährigen noch mal mit der Geschichte, mit Politik des 19. und 20. Jahrhunderts bekannt zu machen. Ich glaube, wer diese Diktaturen, Unrechtsstaaten nicht geschichtlich nahegebracht bekommt, der wird heute auch nicht den Wert von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat einschätzen können. Herzlichen Dank. Stefan Zierke für die SPD-Fraktion.